OGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier bei einer neuen Part vom Ultimate Team Let's Play. Und ja, dann schauen wir dann doch mal gleich, was wir denn hier denn spielen, wenn wir mal hier in Ultimate Team reinkommen sollten. Es lädt. Aber jetzt sind wir hier drinne. Sehr schön. Ja, Bale-Tauschangebot erhalten. Der Bale Man of the Match ist... Eigentlich hatte ich ihn auf dem Transfermarkt, damit er hier verkauft wird. Dann habe ich ihn einfach mal den Italiano jetzt mal hier mal ausgeliehen, damit er den mal ein paar Spiele testen kann, bevor ich ihn dann wieder verkaufen werde. Denn, ja, das Review, muss ich mal gucken, wenn das Video hier schon draußen ist. Nee, ich glaube nicht, dass das Review dann schon fertig ist. Ich habe die Spiele soweit aufgenommen, muss dann jetzt nur noch nachkommentieren und. Ich muss mal gucken, wann ich das fertig habe. Dann kommt das Review raus. Auf jeden Fall hat der Bay mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich brauche aber ja die Münzen für das Team of the Season. Und das kommt ja am Mittwoch raus. Am Mittwoch kommt das Team of the Season raus. Ich muss mal gucken, ob ich hier mal den... Ich muss mal meinen Laptop mal nebenbei mal anmachen. Weil dann kann ich euch schon mal ein bisschen mehr zu den Team of the Season Most Consistent erzählen. Ich habe gestern auf meiner Facebook-Seite, hier den Link zu meiner Facebook-Seite findet ihr ja unten in der Beschreibung. Da habe ich aber auf jeden Fall schon mal gepostet, wie das Team of the Season Most Consistent höchstwahrscheinlich aussehen wird. Denn im englischen EA-Forum, die sind ja ein bisschen mehr dicke da mit EA. Und die konnten da ein bisschen mitwerkeln an dem Most Consistent. Und da hatte sich dann halt ein Team ergeben. Und dieses Team wurde schon da so gepostet, auch mit den ungefähren Werten. Also die haben gesagt, das Team an sich steht soweit. Nur sie brauchen, oder EA fügt selber halt noch die Werte hinzu. Ich habe so geguckt bei den meisten Spielern oder meisten Werten, die da so angegeben worden sind, wurden dann halt plus 5 draufgerechnet, also so ganz normal Standard. Bei den einen Wert, bei den einen oder anderen Wert, wird dann vielleicht nur plus 2 oder plus 3 gegeben und bei den anderen dann halt plus 8 oder so, man weiß es nicht. Das wird man dann so sehen. Ich habe gesagt, dass ich das eine Turnier hier weiterspielen werde, weil 5000 Münzen hier nochmal für das zweite Mal gewinnen, ist natürlich sehr geil. Liga habe ich im Moment keinen Bock. Und das, bevor wir hier das Goldpokal spielen und den Goldpokal, können wir ja auch rein theoretisch hier mit diesem Team spielen. Und ich muss jetzt mal, während wir hier den Gegner mal suchen, mache ich mal hier die Links auf. Brasileiro hört sich schon so verdächtig nach dem Brasilien-Team an. Aber nun gut, soll er halt machen. Mal gucken, was er da hat. Ich denke mal 4-2-3-1. Und er hat ein 4-2-2 Brasilien-Team mit den nicht so krassen Brasilianern. Also, ist okay, er hat die Pace-Spieler, sag ich mal. Das auf jeden Fall. Lima habe ich noch nicht gegengespielt. Pato natürlich, Upi, Bernard hat keine Stärke. Und während ich dann mal erstmal ein bisschen spiele und ab und zu mal so Pause ist oder sowas, dann kann ich mal immer kurz mal rüber glüpschen und euch das sagen, weil jetzt immer hin und her, das ist mir ein bisschen zu, ja, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Von daher wollen wir erstmal hier mal versuchen, hier ein Tor zu machen. Habe jetzt einfach den Jesse Rodriguez, den goldenen Ab, auf die Position getan. Hulk, ja, schade, auf linker Stürmerposition. Das Team an sich, ich bin noch so im Übrigen, ob ich das behalten soll, weil denn in dieses Team kann man einfach den Ronaldo ohne Probleme einbauen und ja, ich denke mal, Ronaldo ist ja nicht die schlechteste Variante. Ich könnte ihn mir vielleicht jetzt auch schon demnächst holen, wenn ich den Dingsbums verkauft habe, wenn ich den Bay verkauft habe, aber ich will das Team erstmal ein bisschen billig lassen. So, passen wir einfach mal hier runter und zack, Karim Benzema mit dem 1-0. Man könnte sagen, das war jetzt Wetten. Mir ist es eigentlich relativ scheißegal, denn jedes Team spreadet in Real Life. Und wenn er sich da so ausspielen lässt, hat er selber Schuld. Ich nehme lieber das sichere Tor, denn Wetten ist tausendmal angenehmer als so ein scheiß Anschuss-Bug, den er jetzt vielleicht nicht
Macht? Ah, okay. Ne, von daher haben wir schon mal das wichtige 1-0 hier geschossen. Aber er scheint hier auch nicht der passsicherste Spieler hier zu sein. Ah, kaum sage ich das, ist der Romelu da mit einem Fehlpass. So, Jesse läuft sich da frei. Nein, der Griezmann. Griezmann hat doch auch eine gute linke Wumme. Nein. So, vorne im Sturm im Team of the Season. Most consistent sind einmal Gergi und Martinez. Jackson Martinez wird bestimmt sowas an die 90 Heading haben. Und Heading ist mir jetzt nicht so wichtig, dass das verbessert wird. Nur der Schuss. Den Schuss, den fand ich jetzt nicht so gut von seinen nächsten Formen. Von daher freue ich mich da, dass der Schuss dann verbessert ist. Hat ja auch geile Werte. Kann man immer, werde ich mir auch definitiv holen. Also keine zwei Meinungen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist er da mit Hike durch. Nein. So, schön. Chiellini hat da aufgepasst. ZRM ist der Rain Rooney. Rain Rooney, mein Lieblingsspieler. Irgendwie schon seitdem ich mich so wirklich für Fußball interessiere. Und das ist natürlich krass, dass der ein Team of the Season bekommt. Most consistent. So, Benzema, er kommt raus mit dem Keeper und zack. Karim Gangbanger Benzema. Kriege ich ja sogar einen Versprecher rein. 15. Minute, sehr geiler Lupfer hier. Da hat er wohl spekuliert, ja, da ist er rausgekommen und das darf man nicht machen. Also rauskommen und mit dem Keeper dann wieder reingehen. Also wenn man schon rauskommt, dann muss man auch die Eier haben und durchziehen. Weil da kann der Keeper definitiv mehr machen, als wenn man ihn wieder rein, ja, rein, das ist ja kein Laufen, das ist ja Kriechen auch nicht, irgendwie so tabbeln, trabbeln, keine Ahnung, wie man das so nennen kann. Von daher ist das doch hier relativ schlecht von ihnen gemacht worden. So, Benzema, Hulk mit dem Pass hier, aber Dani Alves ist jetzt da. Beide Angriffe jetzt über die Seite von Dani Alves da. Also das ist jetzt das Problem, wenn er so ein Spieler ist wie Dani Alves, der dann halt High nach vorne hat, Low nach hinten, ist öfters mal nicht da, wo er sein sollte. So, Pogba verliert hier den Ball, ist natürlich hier Kacke. Hulk kommt da, wir dürfen ihn nur nicht irgendwie zum Flanken kommen lassen, weil ich weiß jetzt nicht, wie kopfballstark der Lima ist. Ne, nochmal hier zu den Rooney, Rooney wird definitiv krass und der wird auch krass teuer. 91er oder so 90, 91 Gesamtrating wird er dann wohl haben. Und ich rechne mal wirklich damit, dass der so, ja, 500-600k kosten wird. Kann man schon sagen, also wenn nicht noch mehr. So, bringen wir die Flanke rein auf den Benzema, aber der kommt leider nicht dran. Denn wenn dann Benzema da mit den Kopf dran kommt, dann ist der auch definitiv drinne. Chiellini ist, ah, kacke, zu früh X gedrückt, aber Makedi hätte es auch rausholen können. Links ist der Dani von Zenit St. Petersburg, der Portugiese. Der hat auch richtig schicke Werte. 4 Sterne Skill, 4 Sterne schwacher Fuß. Oh, schön Makedi. Ich glaube, jetzt hole ich mal raus, den Makedi. Und der wird auch nicht so teuer sein, weil portugiesische Liga, ja, ist zwar eine beliebte Nation, kann man aber jetzt auch nicht so krass linken. Und dazu hier die russische Liga. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Team of the Season, der krasse Werte hat und nicht so teuer wird. Auf jeden Fall einer, den ich mal testen werde. Dann ZM, Gabi von Atletico Madrid und Daniele De Rossi von Rom. Und De Rossi wird ein Biest. Also der wird bestimmt so an die 89 Defense, 90 Kopfball haben. Also richtig eine Kante. Wird sich hier auch definitiv gut spielen in dem Team, was ich hier habe. Also Abräumer nach hinten, der dann aber auch einen sehr guten Schuss hat. So, da ist er Marchetti. Jetzt kommt der Gegner hier langsam, aber sicher in das Spiel. Von daher mal ein bisschen mal anstrengen. Ihr seht das bestimmt, kaum switche ich oder gucke ich immer kurz mal ein bisschen rüber. Geht das dann? Oh, schöner Pass hier auf den Magidi. Magidi, oh, einfach mal mit vollem Risiko genommen. Hulk, was machst du denn da auf der linken Seite? Willst du hier einen auf dem Bay machen? Hätte ich nichts dagegen, wenn du auch so klassische Schüsse raushaust.
Aber jetzt, da der Bay nicht da ist, können wir vielleicht mal vermehrt über die Seite von Hike hier spielen. Vorher, als der Bay im Team war, habe ich natürlich ein bisschen öfters mal über die Seite von Bay da gespielt. Das ist aber, denke ich mal, immer normal bei so einem teuren Spieler. So, nachdem hier irgendwie der Ball mal wieder am Aus ist oder so, kann ich das nächste Mal hier gucken. Also Gabi wird hier auch gutes Passen haben, für mich aber jetzt nicht so interessant werden, da ich nicht so gerne Liga BBVA spiele. Und ja, aber für so Hybrids ist der definitiv nicht verkehrt. Rechte Mittelfeld ist irgendwie so ein Brasilianer.